So, wir haben alle vom Dach geholt. Spring sie rein, Blesko. Caroline. Da. Noch ein Engel. Anzug. Diese drückende Hitze. Das nervige Jucken. Wie haben Sie das ausgehalten, Caroline? Er ist so eng geschnitten, dass ich kaum atmen kann. Und Ihre Fußstapfen sind ohnehin zu groß für mich. Aber Ihr Anzug und die Sache sind alles, was mich noch aufrecht hält. Und Anya, Ihre Stimme, wie Balsam, meine Stütze. Blaskowitsch, ich sollte Sie vorwarnen. Laut der Maschinenraumkarte scheinen die Atomsprengköpfe von einem Verteidigungssystem bewacht zu werden. Ich zähle 5 Kälteschlafkammern in der Nähe. Seien Sie auf alles vorbereitet. Grace Ende. Ich sehe nichts. Ich brauche ein bisschen Licht. Natürlich. Wenn Sie mich noch hören können, dann. Was auch immer passiert, Anya darf nicht wissen, dass sie unsere Kinder alleine großziehen wird. Diese Last muss ich selbst tragen.
Also ich werde auf Abstand gehen. Mir nichts anmerken lassen. Caroline. Sterben macht mich zum Lügner. Suchen Sie nach Papa Joe's All-American Diner. Dort treffen Sie Super Spesh. Bleiben Sie in Ihrer Rolle. Tja, also du musst einfach ein bisschen fleißiger lernen, Mann. Tja, also, ich weiß nicht. Knie dich einfach Hallo? Rein. Nur ein, zwei Stunden am Tag. Also, Amerikaner, gehen Sie heute Abend ins Konzert? Oh, Joe, bitte. Beeindruckend. Wie bitte? Ich habe die Kerben an deinem Gewehrkolben gesehen. Ein beeindruckendes Ergebnis. Caroline, hören Sie mich? Ich werde immer schwächer. Ohne Ihre Flügel würde ich fallen. Wow. Haben die jetzt etwa raketenbetriebene Züge? Thank you.
Perfekt. Ich sollte meine Waffen mal aufrüsten. Ich habe kein Verständnis für Terroristen. Wie können sie Gewalt gegen uns gutheißen, nur weil wir anderer Ansicht sind? Die sind halt gewalttätig, Karl. Denen fehlt die moralische Richtschnur. Wir sind doch auch Menschen. Gewalt führt nur zu noch mehr Gewalt. Das stimmt. Gewalt ist niemals in Ordnung. Niemals. Schon, danke, du verkehrst mir die Idee!
dir das hinter die Ohren. Sie müssen die Bombe direkt im dreckigen Nervenzentrum des Regimes platzieren. Der Generalstab befindet sich über dem Gewölbe mit dem ganzen außerirdischen Scheiß. Bewegen Sie Ihren Arsch dorthin! Das Regime soll den Sprengkopf nicht anrühren, nachdem sie ihn platziert haben, richtig? Dann muss er direkt in den Atomreaktor des Generalstabs. So können sie die Strahlungssignatur nicht nachverfolgen. Die finden ihn nicht, die entschärfen ihn nicht. Thank you.
zu machen. Ja, lauft nur, Regimepisser. Die alle hin.